Auf Instagram ist mir die Frage gestellt worden, reine Wolldecke oder Schweizer Wolldecke waschen. Und ich frage sogar, warum willst du es denn waschen? Na, weil es dreckig geworden ist. Was heißt dreckig? Na, schmutzig. Und ich sage, ja, aber warum willst du sie da waschen? Und die Antwort, wenn du den Dialog weiterhören willst und wenn dich interessiert, ob man sowas wascht und wie und wieso und weshalb, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Your Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wolldecken, ob jetzt Schweizer, norwegische, russische, US-amerikanische, bulgarische, rumänische, es ist immer dasselbe Spiel. Warum will ich so eine Decke waschen? Das ist gleich mal die erste Frage. Ne? Warum will ich so eine Decke waschen? Und auf Instagram ist mir wirklich die Frage gestellt worden, schon mehrfach. Und meine Antwort ist meistens, na gar nicht. Ja? Waschen tun wir sie eigentlich überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was ich tue. Und da war halt dieser Dialog schmutzig. Und da habe ich gesagt, was heißt Schmutz? Naja, es ist dreckig geworden mit Erde, mit nasser Erde. Dann würde ich empfehlen, bevor ich überhaupt an Waschen denke, muss ich da echt sagen, du, ich hänge sie auf. Lass das den Dreck austrocknen und nimm dann eine Bürste und putz das weg. Okay, gut. Es könnte ja sein, dass der Hund draufgelegen ist, was bei mir auch immer wieder passiert. Weißt du, was ich dann nehme? Wasche ich die? Wasche ich sicher nicht. Aber nicht, weil ich ein fauler Hund bin, was ich auch bin. Aber nein, diese Wolle, die ist, waschen und nass ist immer irgendwie nicht so toll. Ja, es geht natürlich, aber wenn du sie nicht wäschst, ist es besser. Warum? Ich bin kein Wollschafexperte oder Schafwollenexperte oder Wollenexperte grundsätzlich, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt der Schmäh ja, die Isolation und auch diese Isolation im nassen Zustand darin, dass diese Haare, die da sind, Wollhaare zum Beispiel, ein Wollwachs drauf ist. Ich glaube, das heißt Lanolin oder Linolan oder so irgendwas, ist aber wurscht, auf jeden Fall ist eingewachsen. Und daher bleiben die recht lang wasserdicht, ohne sich voll zu saugen so richtig. So habe ich das verstanden. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber egal. So ungefähr ist es. Und wenn ich das mit Waschmittel und so weiter wasche und vielleicht auch noch auf 80 Grad erhitze, damit ja alle Bakterien, die da drinnen sind, tot sind, dann werde ich auch die Decke ganz einfach von ihrer Fähigkeit eindämmen. So sehe ich das zumindest. Das heißt, waschen dann und wirklich nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Und was wäre das? Naja, wenn es stinkt. Zum Beispiel, wenn man unabsichtlich im Wald, also nicht unabsichtlich im Wald gelegen ist, aber wenn man im Wald gelegen ist und es, man schläft im Wald in der Nacht, natürlich nur legal, so wie man das auf Wald oder auf Tee machen könnte. Entschuldigung, billige Eigenwerbung. Aber du liegst, denkst, es ist alles so warm gerade, ist so gut, ich müsste austreten. Nein, ich muss ja gar nicht austreten, ich träume das nur und schleifst wieder ein und dann wird es da unten so warm. Und dann ist der Decke nass. Und dann hast du vielleicht vorher wenig getrunken und dann ist das dort unten, wo es so nass worden ist, irgendwie stinkig. Selbst dann würde ich noch sagen, komm, hängen wir sie auf und tun sie auslüften und in die Sonne legen und bevor ich die wasche. Aber wenn ich sie wasche, weil die Frage war, Waschmaschine im Schongang. Na, Alter, wie man in Ostösterreich sagt. Nein. Hast du eine Badewanne? Nein, hast keine Badewanne. Hast du irgendeinen Waschtrog? Nein, habe ich nicht. Dann musst du sterben. Dann hast du ein Pech gehabt. Dann wird sie nicht sauber werden. Nein, Spaß beiseite. Nein, du suchst einen Waschtrog oder die Badewanne. Ich habe die in der Badewanne gewaschen. Mit Handwäsche und mit ein bisschen an handwarmem Wasser. Ja, schön langsam. Das habe ich ein einziges Mal gemacht und ich hasse es. Dann bitte nicht in den Trockner werfen, sondern ein bisschen auswinden. Aber auch nicht auswinden, so ich will das Letzte rausdrücken aus dir, sondern ja, ein bisschen ja, austropfen lassen, ein bisschen ausschütteln und dann aufhängen. Aber bitte, und das kann ich dir auch aus Erfahrung sagen, nicht über ein Lagerfeuer trocknen. Das geht schon, aber ganz sachte, ganz sanft. Nicht auf die harte Tour, so wie wenn ich jetzt irgendein Baumwollteil habe oder ein Kunststoffteil. Ich weiß, dass ich bei Feuer und Kunststoff aufpassen muss, ja, weil mich da auch viele immer wieder darauf aufmerksam machen. Wow, du sitzt mit einer Fleecejacke beim Feuer. Ja, ich weiß, habe ich schon einmal gemacht, ich weiß das. Ja. Punkt dabei ist, wenn ich das ordentlich mache, sind die relativ rasch trocken. Wenn ich in dieser Geschwindigkeit diese Wolle hier, diese Wolldecke, Schweizer Wolldecke zum Beispiel, trocknen würde, so extrem schnell, dann ist das Material nachher so komisch. So total
komisch einfach, ja. Und sie hält dann auch nicht mehr so fein. Also daher bitte nicht trocknen wie Sau, sondern langsam und gemütlich. Und kann ruhig auf Wärme hingehen. Ich habe da auch so einen Trick für mich jetzt sozusagen, ja, wenn wir wirklich einmal Wolle trocknen müssen am Lagerfeuer. Das Lagerfeuer, da gebe ich mit der Hand hin. Und wenn ich bis 10 zählen kann und es wird extrem heiß, muss ich weiter weggehen. Und wenn ich bis 20 zählen kann und es ist einfach angenehm warm, aber ich kann die Hand so halten, dann ist es gut. Also wenn du näher hingehst und nach 3 Sekunden schon zurückziehen musst, weil es einfach zu heiß wird, dann ist es nichts. Noch einmal. Also 20 Sekunden locker, also 10 Sekunden, dann soll es heiß werden, dann gehe ich ein kleines Stück weg und kann bis 20 zählen und mich immer näher rangehen, rantasten. So 20 Sekunden, dann kann es ein bisschen unangenehm werden. Aber bitte nicht so schnell trocknen. Bevor ich die wasche, noch einmal, dann mache ich viele andere Dinge, bevor ich die wirklich wasche. Und wenn, dann bitte Handwäsche und nicht in die Waschmaschine. Ich habe dann einen Link zugeschickt bekommen, jetzt original, ja, original, von irgendeiner Webseite, ich weiß auch gar nicht mehr, und die will die auch gar nicht haten, wie das Neudeutsch heißt, nein, gar nicht. Aber die meinen, man soll das in die Waschmaschine reingeben und in den Schongang und man soll nur Weichspüler benutzen und so weiter. Vielleicht ist das irgendeine New Fashion Cool Wolldecke, aber kein Militärdecken, also wirklich nicht. Ja. Waschen von Hand, man kann leicht ein bisschen ein Waschmittel dazugeben, aber wirklich nur ein Hauchel, ganz wenig und fertig. Und dann langsam und gemütlich austrocknen lassen. Ja. Ein bisschen ausschütteln, damit es mal runterrinnt, aber bitte auch nicht auswinden, das ist auch nicht gut. So, jetzt weißt du, wie ich das einzige Mal in meinem Leben eine Wolldecke gewaschen habe und ich möchte es nie wieder tun. Und auch nur dann, wenn es denn unbedingt sein muss. Und das mit dem Pipi ist übrigens eine wahre Geschichte. Ja, so kann es gehen. Wenn du nämlich hergehst und draußen das zum Beispiel mit Laub füllst, gell? Also die Decke alleine, mit der Decke alleine draußen schlafen, ist in kühleren Nächten kein Spaß. Also ein Schlafsack ist wirklich Luxus. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Pioniere oder die alten Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg nur mit solchen Decken da draußen gelegen sind. Das ist absolut, absolut irre. Ja. Was man aber tun kann, ist, man kann Laub hernehmen und kann sich mit ins Laub, also innen drinnen, das Laub mit reinlegen. Und da ist es dann so, dass es auch wie ein Schlafsack wirkt. Unglaublich, aber wahr. Es knistert und knastert da drinnen natürlich immer, aber wenn du aussteigst, weil du Lulu musst, dann ist das ganze Laub wieder weg. Dann musst du das alles wieder sammeln in der Nacht. Das wird nie wieder so warm. Wenn du das einmal gemacht hast, wenn du dir da so einen Schlafsack gebaut hast mit Laub, der da innen drinnen ist das Laub, ja, dann gehst du da nicht mehr raus. Und wenn du wirklich Pipi musst, dann träumst ganz einfach, dass du nicht Pipi musst. Glaub's mir. Das war's jetzt. Bin kein Bettmesser, nicht mehr zumindest. Jetzt bist du dran. Wie siehst du das mit Militärwolldecken? Ja? Militärwolldecken, egal, ich kenne sie alle. Russische, bulgarische, norwegische, ja, die Schweizer, US-amerikanische. Alle gleich, für mich, was das betrifft. Aber wie wäschst du die? Und bist du auch meiner Meinung? Oder siehst du das komplett anders und sagst, voll Waschgang mit 100 Grad, das ist alles überhaupt kein Problem? Dann sag mal, wie du das machst, das würde mich irrsinnig interessieren. Billigste Eigenwerbung. Einerseits die Schweizer Wolldecken und andere Militärdecken gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich diese Fragen auf Instagram gestellt gekriegt habe. Gebe da unten den Link. Ich gebe da auch den Link auf Instagram. Da gibt es immer wieder mal die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen, die ich dann in der Story beantworte. Und natürlich billigste Eigenwerbung, den Link auf den wunderbaren Waldurlauber.de hier im Buschkraftareal. Schön, dass du dabei warst. Ciao, ciao.